Hallo meine Lieben und willkommen zu einem Wickeltaschen-Update. Ja, das ist das gute Stück. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon, wenn ihr meine anderen Videos gesehen habt. Das ist die Wickeltasche aus dem Rossmann und die finde ich total cool. Viele haben gesagt, nee, ist nicht gut, Reißverschlüsse gehen kaputt, bla bla bla. Ja, jeder hat eine andere Meinung und gut, der eine benutzt seine Wickeltasche mehr und der andere weniger und ja, so sind dann wahrscheinlich auch die Unterschiede zu erklären. Also ich bin mit meiner Wickeltasche super, super, super zufrieden. Ich hatte bei damals, bei Lena hatte ich gar keine Wickeltasche, da hatte ich einfach eine größere Handtasche, wo ich alles rein habe, aber bei Luis wollte ich schon unbedingt eine Wickeltasche. Und hatte dann damals einen Gutschein, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, und habe mir dann diese Wickeltasche geholt. Das Einzige, was ich wirklich sagen muss, ist, was an dieser Tasche kaputt geht oder kaputt ist, ist hier dieser Polster, dieser Tragepolster. Und zwar löst er sich hier auf. Warum kann ich allerdings überhaupt nicht sagen, weil dieses Polster habe ich nie benutzt. Also ich trage die Tasche ganz selten hier am Griff, wenn, dann hänge ich sie mir über, aber ohne dieses Polster. Meistens habe ich die hier mit diesen Clipsen am Wagen. Das finde ich halt auch super praktisch an dieser Tasche, dass sie auf beiden Seiten diese Clipse hat, dass man die halt am Wagen befestigen kann. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Schließlich geht es ja hier um den Inhalt. Also hier am Rand ist ein kleines Fach, da habe ich so ein kleines Sakrotan-Spray drinne. Die gibt es ja überall im Rossmann und im DM in diesen kleinen Probendingern da. Die kosten meistens so um die 50 Cent oder 1 Euro. Hier auf der anderen Seite ist auch nochmal eine Tasche. Da habe ich meine Tic-Tacs drin. Ja, braucht man alles fürs Baby, Tic-Tacs. Ja, hier vorne sind zwei kleine Taschen. Die eine hier, die ist mit so einem Magnet. Da habe ich ein Päckchen Taschentücher drin. Und die andere ist mit einem Reißverschluss und da habe ich so zwei kleine, das blendet natürlich, zwei kleine Öls drin. Und zwar habe ich die genommen und hier sind noch Wertmarken drin, da waren wir unterwegs. Und zwar habe ich die Öls immer für die Babymassage genommen, die ich mit dem Luis gemacht habe. Ja, hier ist ein etwas größeres Fach, das ist bei uns leer, da war auch noch nie irgendetwas drin. Ich finde das halt auch super, dass die total geräumig ist, wie ich finde. Und wie gesagt, ich habe keine Probleme mit der Wickeltasche. Die Reißverschlüsse sind super. Die sind nicht irgendwie lüttig oder schwergängig oder sonst irgendwas. Also ich finde diese Wickeltasche echt, echt super. Ja, das ist unsere Wickeltasche. Wir fangen am besten mal hinten an. Da ist so ein, seht ihr hier, so ein abgegrenztes Teil hinten. Da habe ich, ist einmal diese normale Wickelunterlage drin. Die ist auch ziemlich groß. Die war bei der Wickeltasche dabei. Dann habe ich diese Einmal-Wickelunterlagen dabei, die ich allerdings öfter benutze, wenn da nichts dran gekommen ist. Ja, dann geht es hier weiter mit allen möglichen, ich hole das mal gerade raus, Tüchern, Feuchttüchern, Windelbeuteln. Genau, hier einmal Feuchttücher. Einmal für mich feuchte Tücher antibakteriell. Oder, also entweder für mich oder... je nachdem, wo ich wickel, wische ich da halt nochmal kurz drunter, beziehungsweise ich lege immer meine Unterlage drunter, aber ich bin da ein bisschen pingelig, dann wische ich mit so einem Tuch nochmal drüber oder nehme halt das Sakrotan-Spray und mache das je nachdem mit Klopapier oder so weg. Ja, hier meine Windelbeutel und hier habe ich einmal Gesicht und Handtücher, also Gesicht oder Hände, die benutze ich allerdings eher für Lena. Ja, das war dann schon das hintere Fach. Und dann haben wir ja hier praktisch das Hauptfach. Ich zeige euch das jetzt einfach mal, was ich da drin habe. Da habe ich immer hier so ein, ja, irgendein kleines Spielzeug dabei. Oh. Dann habe ich auch immer entweder einen Plastikbeutel oder einen Stoffbeutel oder eine Tüte. Ja, wenn ich mal irgendwie, wenn mal Klamotten dreckig werden, beziehungsweise mal nass werden oder voll gestinkert sind, damit ich halt was habe, wo ich die Sachen reintun kann. Wobei ich sagen muss, dass das lange, lange nicht mehr vorgekommen ist. Das passiert auch eher, wenn die Babys klein sind und sie noch ganz dünnen Stuhlgang haben. Dann ist das eher mal passiert. Also wir haben das ganz lang nicht mehr gehabt, dass ich wirklich die Klamotten voll hatte. Dann habe ich hier auf der rechten Seite Ersatzklamotten. Da habe ich immer dabei, ja, Strümpfe, ein Body, ein Pullover und eine Hose. So das Nötigste halt. Die Sachen, die habe ich auch immer so zwei, drei Nummern größer in der Wickeltasche, weil man die Wickeltasche ja
oder ich sie nicht wirklich einmal die Woche oder einmal im Monat irgendwie sortiere oder neu mache. Deswegen habe ich da immer ein paar Sachen drin, die größer sind, dass wenn ich mal vergessen habe, die Wickeltasche aufzufüllen oder mal nach den Sachen zu gucken, dass ich nicht dann auf einmal dastehe und ja, habe dann Sachen dabei, die dann auf einmal zu klein sind oder so. Deswegen immer ein, zwei Nummern größer. Ja, ein großes Spucktuch, also eine große Molton-Windel kann man immer gebrauchen für alles Mögliche. Und natürlich Windeln, da habe ich immer ein paar, wie viel habe ich denn jetzt hier drin? 7 Stück, also habe ich immer ein paar drin. Finde ich natürlich auch super, weil man kriegt wirklich viele Windeln rein und viel Zubehör, dass man wirklich nicht nach jedem Mal Windeln oder nach jedem Mal, wo man unterwegs ist, irgendwie die Wickeltasche neu auffüllen muss oder so. Also das finde ich echt, echt super. Ja, hier sind die verschiedenen Fächer, die kennt ihr wahrscheinlich auch. Da haben wir einmal hier unsere, ja, Sakrotan, Tücher drin. Also ich habe überall, auch in meiner normalen Handtasche, habe ich überall so Tücher, wenn man irgendwo aufs Klo muss oder so. Ich finde das ätzend, auf Fremdtoiletten zu gehen. Ja, Penaten, Wundschutzcreme, sowas. Die haben wir allerdings unterwegs noch nie benutzt. Ein Bleistift kann man immer gebrauchen. Hier haben wir noch einen Schnuller mit Deckel. Den haben wir allerdings, das ist auch noch nagelneu. Den haben wir auch noch nie benutzt. Aber es ist immer gut, so einen dabei zu haben. Lotion haben wir auch noch nie benutzt, aber man hat sowas hier alles in der Tasche. Und das war's auch schon. Also mehr haben wir gar nicht mehr. Wir haben auch wirklich viel aussortiert. So viele Sachen, wo man mit der Zeit merkt, die braucht man einfach nicht. Die sortiert man dann halt aus und ja, schmeißt die aus der Wickeltasche. Ja, mehr haben wir nicht. Mehr brauchen wir nicht. Der Bubi ist jetzt ja fast 10 Monate alt. Wir haben natürlich einen riesen Vorteil, und zwar brauchen wir keine Flaschen und kein Milchpulver und keinen Platz für heißes Wasser oder für Wasserkannen. Da spart man natürlich auch eine Menge Platz. Haben wir auch nie gebraucht, weil wenn ihr mich oder uns verfolgt, dann habt ihr mitgekriegt, dass Luis keine Flasche nimmt, beziehungsweise ja, kein Milchpulver nimmt. Wir haben alles ausprobiert und er wollte nur gestillt werden und wir haben eine einzigste Packung Pränahrung gekauft und ja, die verarbeite ich jetzt so die letzten Reste immer mal abends mit in den Brei, weil ich mir das zu schade finde, um das wegzuschmeißen. Aber ansonsten, ja, hat er nie eine Flasche genommen und ja, hat man natürlich, wie gesagt, auch eine Menge Platz gespart, weil wenn das auch noch alles hier rein muss, dann wird es natürlich schon wieder ein bisschen eng. Muss man sich halt dann überlegen, wie man es macht, ob man vielleicht doch eine größere Wickeltasche nimmt, braucht, wie auch immer, aber für uns reicht die voll und ganz und ja, die ist wirklich auch noch super in Schuss, also da ist nichts dran, außer dieses Ding hier, was ich euch da gezeigt habe und warum das wirklich abgegangen ist, kann ich wirklich nicht sagen, also ich kann es mir nur so erklären, dass das gar nicht unten fest, richtig festgenäht ist, dass das so gerade so dran genäht worden ist, weil das andere Stück, wo das hier eigentlich drankommt, das ist fest. Also von daher, die andere Seite hier ist auch fest. Von daher weiß ich nicht, warum das abgegangen ist. Naja, stört mich auch nicht weiter. Und ja, wenn die Wickeltasche, wenn wir die irgendwann mal nicht mehr brauchen, dann werde ich die für 2, 3 Euro, denke ich, auch noch weitergeben, weil die wird bestimmt noch irgendjemand benutzen können. Und das war's schon zu dem Video, meine Lieben. Habt ihr Videowünsche, dann immer gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.